Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Baldur's Gate. Wir sind noch unten, naja, man könnte sagen, im Mama Menschen. So. Hier ist halt. Da ist irgendwas. Dunkles Amulett. Oh. Also, um das genauer zu gehen, wir haben hier die Brut... Naja, eine Art Mutter, Brutmutter getötet. Hätte ich jetzt gesagt. Ich weiß nicht, wie man es anders sagen müsste. Also, eine große, dicke, fette Spinne. So. Die haben wir getötet. Und ja, jetzt... Was? Oh, okay. So. Wieder runter wollen wir gar nicht. Hoffe ich. Okay. Ein dunkler Amethyst. Genau, dann haben wir hier noch eine schöne Rüstung, eine Robe. Wenn wir angegriffen werden, kriegen wir... dann dahin. Kriegen wir halt einen Konter, wenn ich das richtig verstanden habe, mit Gift. Und ja, die Spinneneier habe ich in der Regel alle weggemacht. Jetzt ist hier oben noch eins, ja. Hier haben wir noch ein paar. Weil wir müssen ja nichts übrig lassen. Wollen ja nicht nochmal eine Mama-Spinne hier haben, ne? So. Schade, dass das nicht in irgendeiner Form XP bringt. So, okay, dann gucken wir mal hier noch. Da hat noch ein Skill, ne? Okay. Ja, die Kleinen haben nichts. Die haben wir halt getötet. Die hat die Mama-Spinne gespawnt. Hm. Ja, dann haben wir ja nur noch hier hinten das Reiseportal, oder? Scheint wie ein Ausgang hier zu sein. Okay. Okay, aber wir müssen mal gucken. Finde den Keller. Stier, die Zeit. Ja, okay. Aber wir haben den Keller immer. Das Kellergewölbe immer noch nicht gefunden. Warte mal. Ich will. So. Okay. Nee. In die Richtung auch nicht. Also irgendwo hier unten oder wie? Irgendwo hier? Ach, warte mal. Ich glaube, ich weiß wo. Hier war doch bei der Apothekerin noch eine Luke, wo wir noch nicht drin waren. Da. Oder? Was? Nee, hier war man. Ah ja, perfekt. Heiltrank, meiner. Meiner. Sehr schön. Anything of use? Okay. Meine. Destilli-Apparat. Okay. Kann ich mitgenommen werden. Ist in Ordnung. Wasserkaraffe. Wasserflasche. Ja, okay. Haben wir schon. Die Bücher sind interessant. Wenn da was drin ist. Leider nein. Auch nicht. Hm. Schade. Okay, da vorne haben wir noch. Mhm. So. Das Buch da. Da haben wir noch mehr Bücher. Wo wir ja... Hier, guck mal.
Da liegt noch ein Bild. Können wir mitnehmen? Wahrnehmung geschafft. Irgendwas? Was haben wir denn wahrgenommen? Aha, ein Hebel. Hä? Sehr schön. Aber wir durchsuchen natürlich hier erstmal alles, ne? Schade. Oh, hier waren wir noch nicht. Giftresistenz. Es gibt also ein Elixier mit Giftresistenz. Okay. Wermut. Da. Neues Rezept gelernt. So. Wir müssen ganz... Herbstkokos. Ist das irgendwas Spezielles? Halt, oder? Anscheinend schon, weil das ist nicht in unserem offiziellen... drinne. Okay. Wer weiß? Handtuch. Ja, ich muss ja, also, wir haben ja schon eine ganze Menge Mist mitgenommen. Müssen wir ja nicht noch mehr mitnehmen, oder? Bettlaken. Aha. Ein Heiltrank. The Githyanki people have a word for me, roughly translated, idealist do-gooder, or better yet, benevolent burden. His confidence is an asset, his pursuit of valor, not so much. Oh, das ist ein Fass. Okay. Das wollen wir nicht kaputt machen. Wenn wir das kaputt machen, gibt es bestimmt gut Aua. Ah, das war schon wieder, ne? Hatte ein leere Fläschchen. Okay, na dann ab nach hinten. Durch den Geheimgang. Warum wir wieder hinkommen? Oh. Knochenkappe. Wir sind ausgeruht. Okay. Ich krieg grad so ein bisschen... Wow. Okay, da war schon mal eine Menge. Ich hab's mir gedacht. Ich habe es mir tatsächlich gedacht. Ah, Time to Strike ist gut, aber wie machen wir das am besten? This is your end. Ah!
Nö, das bewahren wir uns nochmal. Und jetzt haben wir dich. Wie machst denn du? Du könntest ihn sogar töten, ne? Crit-Treffer, perfekt. Hatten wir nicht eine lange Rast gemacht? Ach nee, wir hatten die Spinne bekämpft. Ah, stimmt. Da war ja was. Aua. Wie machen wir das jetzt? Also, okay, dafür brauchen wir... Das ist einfach nur ein Aktion... Ach so, das sind Aktionspunkte, die wir dafür nur brauchen. Okay. Time for some bloody work. Oh. This is my time. No time to waste. I will ascend. Da kommen wir nicht hin. Make way. Schade. Schade, wir kommen aber zu dir, Freund. Oh. Geschossfang? Pfeil des Zustand, ein verbleibender Zug. Kann keine Trefferpunkte zurückerhalten. Okay. Aha. So. Er hätte mir gewundert, wenn du auf jemand anders geschossen hättest. So. Geht das denn? Auch nicht. Auch daneben. No holding back. Dafür haben wir nicht genug. Aha. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh. Okay. I will ascend. On the move. Du musst ja nicht so weit abhauen, ey. Ja. Na komm. Achso, das geht nicht, weil... Ah, okay, okay, okay. Na gut, dann der nochmal. Ne? Ein. Er hat gesessen. On the victor's path. Auch nur 40%ige Wahrscheinlichkeit. Was ist denn das? 3 Meter. Hier, komm mal ran. Danke. Was? Okay. Oh Gott sei Dank. Eieieiei. Is that blood? No, never mind. Dunkles Tagebuch im Nachttal im Jahre 1371 TZ. Ich bete nicht zu den Göttern,
Aber wie durch ein Wunder glaubt dieses Dorf, dass mein Lehrling und ich einfache Heiler sind. Die Tätowierungen auf meiner Haut sind verborgen. Die roten Roben sind weggesperrt und mein Labor gesichert. Ich habe das Wort Tay seit meiner Ankunft nicht gehört. Und mein Lehrling kennt mich als Ilien Tort. Dieser Ort ist nicht ideal für meine Forschung, aber ich werde nie wieder nach Hause zurückkehren können. Jedenfalls nicht nach dieser Flucht. Ich würde getötet und Schlimmeres würde folgen. Die Arbeit hier ist einfach und ermöglicht mir, meine Forschung nachts fortzusetzen. Der Fortschritt ist jedoch langsam. Die Wiederbelebung scheint leicht zu sein, aber die Wiederherstellung des Lebens, das bleibt mir verwehrt. Das Buch enthält die Magie, die ich brauche, wehrt sich aber unerbitterlich. Wie mein Lehrling auch. Wenigstens hat es mir mein Vertrauter ermöglicht, Leichen zu beschaffen, ohne Verdacht zu erregen. Das wird alles dauern. Werden mich die Zulkir finden, bevor ich sie zurückbringen kann? Ich weiß es nicht. Aber wenn sie kommen, müssen sie sich den Wächtern stellen, die ich geschaffen habe. Du hast die... Okay, du hast also... diese Biester geholt. Okay. Das ist natürlich, ja. Dann ist das so. Was haben wir denn? Eine Pike. A wie Azur und andere Götter. Okay, das ist das zweite. Das hatten wir meiner Meinung nach schon. Nur das, was wir bisher nicht einstecken konnten. Ah. So, wir machen hier nochmal. Einfach, weil wir es können. Hallo? Ich will an die Kiste. Anderer Winkel. Vielleicht besser. Okay. Eine Kerze. So. Maybe I need more pockets. More pockets? Achso, die Wächter. Ah, die Wächter meint er. Ja gut, das... Ja. Ist die Frage, wie gut sind sie? Ich fand sie jetzt... nervig, sagen wir es mal so. Ein klein wenig nervig. Hä? Hallo? Hallo? Was war das? Ein Pfeil. Okay. Nur eine Pfeile. Open up. Ne, den haben wir schon. Da haben wir noch ein Gewebemoos. Nee, doch, Gewebemoos. Oh. Scheinen wir schon gekannt zu haben. Oder es gibt kein direktes Rezept dazu. Leere Flaschen. Okay. Versiegelter Spiegel. An enchanted mirror. Raw magic leashed to a bauble. Almost sad. Zauber, arkane Kunde. Versuchen, die Magie im Spiegel zu erspüren. Oh. Wir brauchen nur eine 10. Das sollte gehen mit einem Bonus von 5, hoffe ich. Jawohl. The magic is old and wavering, but you recognize it. The mirror is a thinking lock, hiding some secret. It seems some vain wizard took living magic and twisted it into a forgotten curio. Speak your name. Oh. Okay. Den Namen aus dem Buch wiederholen. I see you were shaped by darkness, not light. You are not Elintoth. Elintoth. If you are his ally, step forward and declare it.
Mach auf, sonst schlag ich dich in Stücke. Pech oder nicht? Wir nehmen mal Bonus dazu. Ach, göttliche Führung von ihr. Ah. Naja, das hat ja dann gerissen. Exakt geklappt. As those glass eyes take you in. Then. Okay. Dann hinein. Well-guarded laboratory. Aha. What were they hiding down here? Uff. Okay, hier scheint es eine Menge Stuff zu geben. Hoffe ich da mal. Okay. Aha. Oder auch nicht. Also, warte, hier gibt es jetzt ein bisschen mehr. Das sieht auch so ein bisschen verlassen aus, das Ganze. Da haben wir noch ein bisschen was. Die Rubron. Okay, ein Buch, noch ein Buch. Schriftrolle. Basiliskenöl. Oh. Okay. Okay, da hinten ist ein... Ist noch eine Door, da weiß ich noch nie, ob ich da reinkomme. Müssen wir dann gucken. Ein Skelett. Ah, Knochen, okay. Das Fass ist nicht... Dann lass uns erstmal hier reingehen. Guten Tag. Oh. Warte mal, wo sind wir denn hier? Von da sind wir gekommen. Oh, okay. Verfault. Weiß halt nicht, ob wir die verfaulten Sachen für irgendwas gebrauchen können. Okay, hier scheint noch eine Kiste zu sein. So, na komm. Wermut. Kristallkugel. Ah, das nehmen wir mal mit, ne? So. Was ist das? Eine Feder. Okay, hier. Ein Kessel. Ja, wer weiß, ein Kessel könnte man eventuell gebrauchen. Bin ich mir halt abs... Wie gesagt, ich müsste eigentlich in die City. Und das machen wir hier nach auf jeden Fall. Wir gehen mal ganz kurz ins Lager ausladen. Und nein, ich durchsuche jetzt das Lager nicht noch nach zusätzlichen Sachen. Wobei ich mir gar nicht mal sicher bin, ob hier überhaupt noch was Neues ist. So, dich. Icarung. Waffen. Ne, der Pfeil kann rüber. Gucken. Ja gut, die Kristallkugel sieht auch aus. Ah, ist eine Kristallkugel. Hm. So. Dunkelheitssicht. Strahl der Übelkeit. Schrifttolle Fluch. Oh, das ist gut. Fluchbrechen ist immer gut. So. Da müssen wir nochmal reinlesen. Kessel. Könnte man eventuell gebrauchen? Weiß ich halt absolut nicht. Nope. Warum wurden die eigentlich nicht übereinander gehauen? Schaufel?
Schaufel Freundes finde. Mhm. Dann nehmen wir die doch mit. Ah ja. Okay, die Köpfe passen nicht überein. Dann wird der Kopf verkauft. Ganz einfach. So, Basiliskenöl. Kann man mit Sicherheit für irgendwas gebrauchen. Was? Eierbrecher? What the hell? Warum war das schon wieder her? Ist das hier? Down Gift. Oh, eine Waffe mit Gift. Okay. So. Dunkles Tagebuch. Das hatten wir gelesen. So. Das kann theoretisch aus meiner Sicht auch weg. Dann mal hier. Händler, Ankunft, Mondhafen. Was ist das? Das Buch? Seiten über Beobachtung zu Reisenden. Ah, okay. Ja gut, das ist nicht wichtig, hätte ich jetzt gesagt. Was haben wir hier? Du blätterst dich durch die Seiten voller seltsamer alchemistischer Zeichen und Formeln. Manche sind verständlich geschrieben. Manche in Runen und Zeichen, die du kaum erkennen kannst. Teilweise handelt es sich um Anweisungen zur Verwandlung von Metallen und Rezepten für Kriegsmaschinerie. Aber der Hauptteil des Buches beschäftigt sich mit der Wiederbelebung von Toten. Okay. Ja, das war, wenn ich das so richtig verstanden habe, ja eine seiner Hauptaufgaben. Hier, die Speere werden auch verkauft. Punkt. So. Das kommt auf jeden Fall schon mal wieder weg. Du kannst auch weg. Wir haben noch ein Rapier in der Hinterhand. Der Pfeil kommt rüber. Das Öl müssen wir dann auch mal gucken. Die Robe kann erstmal nach da. Jo, dann würde ich sagen, jetzt erstmal das so weit rüber. Wie gesagt, der Pfeil kann erstmal hier mit zu dir. Du bist unsere Pfeilmeisterin. Das Buch nehmen wir nochmal mit. Ja, hier, du kriegst auf jeden Fall. Oh. Eieieiei, haben wir viele Schriftrollen? So, und du und so. Die Axt habe ich ja nur dabei, damit ich tatsächlich. Ich weiß nicht, ob man Holz finden kann, ob man es braucht. Aber gut, haben wir das so ab wieder raus aus dem Lager. So, hier hat man soweit alles durch so. Ja, dann gehen wir nach hier drüben. Okay. Was ist das? Gegengift? Oh ja. Gegengift nehmen wir doch immer mit. Leere Flasche. Okay. Hier haben wir auch nochmal Bücher vielleicht. Nope. Oh. Oh. Was haben wir denn da für schöne Armschienen bekommen? Zum Bollwerk werden. Du erhältst einen Bonus von +2 auf Rüstung, auf die Rüstungsklasse, solange du keine Rüstung und keinen Schild trägst. Das ist doch was für uns. Was haben wir? Geschossfang. Nö. Dann gehen die Geschossfanghandschuhe an ihn. Er trägt noch gar keine Handschuhe, dann kriegt er jetzt Handschuhe. Hier, jetzt kannst du ab sofort Geschoss. Oh, das finde ich aber gut mit den. Wenn du halt nichts trägst, ne? Keine Rüstung, keine Schilde, tragen wir nicht. Trotzdem kriegen wir Rüstungsklasse +2. Das ist klasse. Gefällt mir. Oh, über den Tod. Böse Auge. Okay, kurz gucken. Ein Auszug des Metatextes. Neuer Aufschwung von Iosefa Elgin, einer Gelehrten der Kirche von Denair. Zumindest bis sie wegen ihrer ketzerischen Bemühungen exkommuniziert wurde.
den Metatext zu rekonstruieren, die Annalen des verlorenen und verborgenen Wissens ihres Gottes. Welchen Wert hat ein Leben? Gewiss ist dieses Thema viel zu esoterisch, um auf diese Seiten ernsthaft kritisch beleuchtet zu werden. Jedenfalls mag dies auf den ersten Blick so sein. Okay, das haben wir aber schon mal gehabt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Natürlich besteht eine Chance, ihn neu zu beschreiten. Kleriker in anderen Reichen besitzen immer. Okay, das hatten wir tatsächlich schon. Und das Auge, die Menge an Tarnt und Krimskrams, den ein Vettel in ihren Besitz bringt, macht zwar jede Vettel im Vergleich zu ihren Schwestern einzigartig, aber sie lassen sich dennoch in drei Unterkategorien einteilen. Nachtvetteln verdanken ihren Namen der Fähigkeit, die Träume Sterblicher heimzusuchen. Sie verzehren dabei langsam die Lebenskraft des Opfers, bis dessen Seele im Seelenbeutel der Vettel eingeschlossen werden kann. Nachtvetteln gelten als gehässige, selbstsüchtige Maulheldinnen. Seevetteln können mit einem Blick in Panik versetzen und töten, verschlingen ihre Opfer in einem Stück. Seevetteln stinken nach Fisch und sind einfach unfähig, eine ordentliche Tasse Tee zu kochen. Grüne Vettel. Sie sind wunderschön. Sie sind mächtig. Wag es nicht, ein Wort gegen sie zu sagen. Okay. Ja, nochmal Bücher, die wieder weg können. Ist das? Schrifte quasi. Beschwört einen Quatsch in den unteren Ebenen. Aha. Mit einem Vertrauten in Gestalt und mit den Werten des... Oh, okay. Keep in base. Das war doch, glaube ich, sogar eine Fähigkeit, die man hätte... Careful. There are traps about. Feuerschale. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Watch it. Oh. Assume nothing. So, komm du mal her. A long road ahead. But I can crack that open. Ooh. Der 15 ist natürlich eine harte Nummer. Oh, hast du mir geschafft? Ja. Wahrnehmung. Okay. Nein, oder? Oh, gerade so. Gott sei Dank. Ich weiß nicht, was die Gargoyles, ob die da... Ah, die würden Feuer speien mit Sicherheit oder so, ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Geschafft. With no visible keyhole, only an oval recess in the cover's mouth. You try to examine the book, but the longer you stare, the more those piercing amethyst eyes draw you in. Beneath the allure, you feel the faintest echo of torment. There is great power in this book. But also great suffering. A cursed book? How obvious.
Whoever opens it deserves the fate that befalls them. Curious. Why don't you take a closer look? I'll observe from back here. We surely shouldn't leave such a threat out, where anyone could stumble across it. Okay, wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einen Amethysten, den wir in den Mund packen können. Damit würden wir damit würden wir das Buch öffnen. Wir könnten das Buch erstmal einstecken. Wir könnten es fallen lassen und zerstören. Es hat große Macht, aber großes Leid. Das ist jetzt eine gute Frage. Wie entscheide ich mich? Ich bin einfach zu neugierig. Komm, Amethyst rein da. Okay, wir stecken das Buch jetzt erstmal ein. Da drunter liegt die Falle. Ah. Okay. Should mind my step. Warum sind wir im Kampf? Hä? Blackets will be done. Oh. All's well that ends. Not as bad as it could have. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Got to keep moving. Oh, enough waiting. I crave blood. One true way. We must speak. Two steps at a time. All right. What now? Ich bin gerade wirklich so ein bisschen, hä? Was ist denn jetzt los? Let's try this way. Sharp as ever. Heading out. What to do? Very well. Another step forward. What's next? Assume nothing. An efficient path. Irgendwo hier, ne? Habe ich das Gefühl. Alas, time for chatter. The pride of the gate. One move ahead. Looking ahead. On my way. What am I to do? Let's try this way. Also ganz steige ich da gerade tatsächlich nicht durch. Was hier los ist. Also ja, die Gargoyles würden normalerweise wahrscheinlich Feuer spucken, Gift spucken, aktiv sein. Aber was könnten sie noch? Gute Frage. Have a lot on my mind. And well, in it. Oder liegt das an dem Buch selber? Wo ist es denn da? Beneath the allure, you feel the faintest echo of. Komm, wir öffnen das Buch jetzt. Egal. Schau mal, was passiert. The book's pull is irresistible. You feel changed, bettered for having opened it. Suddenly you are capable of anything. Felling mountains, darkening suns, conversing with the dead. So much promised. But what is sought in return? Glyphs shift gently before your eyes. Words slip into your mind, onto your lips, forming words you don't understand. And something is trying to reply. Rettungswurf.
Okay, wir probieren mal Zauberer Charisma. Seite aufschlagen und mit ihm kommunizieren. Wir nehmen noch. Obwohl, brauchen wir einen Bonus? Also, wenn wir nicht eine 1 würfeln, sollten wir das schaffen. Okay. The glyphs swarm impatiently. The book wants you to turn the page, to delve deeper. It's hungry. Okay. Nächster. Wird schon heftiger. Bonus. 4 bis 7. Jawohl. Weiter. The glyphs seem to burn your inner eye, outraged at your denial. Within the pages you feel a feral thrashing. Living magic, driven mad by what it was used for. Necromancy. The magical energies of all living things were stolen, corrupted and sealed in this vile book. It wants someone to share in its insanity. Okay, versuchen wir das weiter zu beruhigen. Das wird jetzt noch heftiger. Oh, geschafft. Sehr schön. Weiter. The voices falter. The anger quells. The magic seems to grow still and quiet, like a soothed beast. Umblättern. Nothing. Just old parchment covered in arcane symbols. The magic sleeps. Okay, das Buch schließen. The heavy cover thumps shut with a strange finality. Wir sollten vielleicht mal nachlesen. In unserem Journal. Hey. Du suche den Keller, das hier. Okay. Wir können das Buch größtenteils lesen, aber seine Mächte nicht in Drehzahlen ist. Muss in jemandem mit dem Wissen geben. Okay, also Ferun. Ich weiß nicht, wo Ferun ist, ehrlicherweise. Der bleiche Elf, abgeschlossen. Rette. Ja, da wollten wir ja noch nicht hin, weil das ganz schön heavy ist. Genutzt, okay. Bitte die Goblin-Priester um Hilfe, rette den Druiden, okay. Gut, dann würde ich sagen, wir müssen hier tatsächlich raus. Zerstörtes Dorf. Schnellreise in. Achso, wir sind immer noch in der Runde. Okay. Na toll. I'm ready. No time to waste. Eager for battle. Quickly then. The pride of the gate. Ever onward. Kannst du mal zu Ende sein? Du böse Umgebung. Ich hab dir nichts getan. Still breathing, despite everything. Let's get on with it. On I go. Achso, warte mal. Bin ich deppert? Wir können doch einfach rausgehen. Still alive. Oh Mann, ey. Progress. So, wo sind wir? Nee, wir wollten. Oder? Warte mal, jetzt muss ich genau gucken. Nee, auch das ist falsch. Wir wollten ja hier in die City. Entschuldigung. So, ab zur Stadt. Okay. Ja. Ja. Also wir sind schon mal eine Ecke weitergekommen. Da kommen wir natürlich gerade nicht hin. Das war der Sumpf. Dann haben wir, glaube ich, hier im Dorf erstmal soweit alles abgegrast. Da würde ich jetzt sagen, wir verkaufen erstmal unseren ganzen Krimskrams. Kaufen eventuell noch ein paar neuere Sachen. Das mache ich aber ohne euch, weil das ist langweilig. Würde ich sagen. Also noch
Deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Warum können wir hier einfach an die Holzkiste und so ran? Hä? Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut. Aber, ja, dann danke ich fürs Zusehen und sage Tschüdelü!